Ich bin ein Geist. Nein, willkommen zurück zu Paper Mario, ne? Tausend hier dort, die Legende des Ionentors. Und mit der unsichtbaren und nackten Peach, denn Peach musste ja extra ihr Kleid ausziehen und somit auch alle ihre anderen Klamotten, damit sie auch wirklich unsichtbar ist. Wir sollten uns also ganz schnell anziehen, bevor irgendwas noch passieren sollte. Danke, Peach. Konnte Daten erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Ich sage dir, wie du deine Gestalt wiedererlangst. Trink die grüne Flüssigkeit, dann verwandelst du dich zurück. Das war's? So simpel? Ja, aber wo ist denn mein Kleid? Wo ist mein Kleid? Wollen wir uns jetzt wirklich einfach so zurückverwandeln? Okay, Peach, wenn du dir sicher bist. Moment mal! Ja, dein Kleid. Bitte, zieh es an. Sonst wissen wir... Okay, Gott sei Dank. Boah, ich dachte schon, hier, Rating 18+. So, ist besser. Also, die grüne Flüssigkeit, nicht wahr? Na, zum Glück. Wenn das nicht funktioniert hätte... Komm zurück in mein Zimmer. Okay. Warum sind die Türen da hinten automatisch zugegangen? Bisschen weird, aber okay. Oh, wir wurden nicht erwischt. Einfach so. Perfekt. Let's go. Hey, Begins Tech. Was waren das eigentlich für Daten? Analyse läuft noch. Viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutungen sich bewahrheitet. Sich bewahrheitet? Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du es verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Lieber Mario. Und senden. Ja, kannst du jetzt senden. Ist erledigt. Für heute war das alles. Bitte kehr in dein Quartier zurück. Gut, bis dann, Tag. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Was die Mario wohl diesmal geschrieben hat. Prinzessin Peach, ich werde dich schützen. Was? Was soll das bedeuten? Er wird sie schützen? Schützenfest? Was geht jetzt mit Bowser ab? Dun, dun, dun. Oh, oh, oh nein. Er ist immer ein Chapter vor uns. Oh Mann, das ist ja wirklich ziemlich düster hier. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb Düsterdorf genannt. Und nicht Düsseldorf. Hier soll sich auch eines der Sternjuwelen befinden. Verhört man am besten die hiesigen Düsterlinge. So erfahren wir bestimmt etwas. Gute Idee, Captain Cooper. Also, wo fangen wir an? Hey, du, da hast du eine Idee? Hey, hör mir zu! Hier muss doch irgendwo Brunhildas Superbombe versteckt sein, ne? Verflixt, irgendwo muss das Bild doch stecken! Wenn sich nicht mal etwas tut, dann... Mit wem redet der da? Eureka, da ist ja die Superbombe! Dann machen wir Mario fertig und holen uns all seine Sternjuwelen. Jehehe, noch hat mich das Glück also nicht verlassen. Da, dieser Typ da, der scheint was über die Sternjuwelen zu wissen. Hey, was willst du denn, du Schildkrötenimitat? Sucht ihr etwa auch die Sternjuwelen? Da ergeben sich für mich da ganz neue Möglichkeiten. Na gut, erzählt mir sofort, was ihr über die Sternjuwelen wisst. Und wie wäre es, wenn du uns sagst, was du weißt? Und zwar schnell, sonst kannst du was erleben. Du machst mir richtig Angst. Aber sehen wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt. Company angetreten! Wow. Was sagst du? Willst du jetzt reden? Mit Bowsers Heer legst du dich besser nicht an. Company angetreten! Oh, ja, wirklich. Gar nicht schlecht. Und was jetzt? Wird jetzt gekämpft oder ist das nur zur Show oder? Da hilft wohl nur noch der Einsatz der Bombe! Und das wird euer Schicksal besiegeln! Achtung, Superbombe! Was ist die Granate? Hey! Gar nichts passiert! Äh.
Sie ist wohl doch explodiert und wir dachten, sie wäre kaputt. Nein, mit ein bisschen sehr starkem Feuer von Bowser. Explodiert sie doch. Ihr habt gekämpft wie echte Korsaren. Ihr gefällt mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Black Skull ruhig noch eine Weile benutzen. Wie wunderbar, mit diesem Schiff sind wir wieder Wind in Rollingen. Wir verlassen die Insel und kehren heim. Was sagt ihr, Leute? Ah, die Heimat! Auf diesen Moment haben wir so lange gewartet! Warum ist der eine Tod wieder ganz sauber? Und seine Latzhose ist wieder repariert, hä? Wer braucht schon einen Schatz, wenn er nach Hause kann? Wir stechen in See! Ganz meine Rede! Komm an Bord, Mario! Wir legen ab! Also, Mario... Wir bleiben auf der Insel. Es ist zwar viel passiert, aber uns gefällt es hier. Und Romanz und ich haben hier einen Platz, an dem wir gemeinsam leben können. Mario, sag dem Boss einen Gruß von mir. Ich bleibe auch hier. Ohne Geister ist die Insel bestimmt gar nicht mal so übel. Die schaffen das bestimmt. Also Mario, zeig nach Rollingen. Okay, wenn ihr hier leben wollt, ich entscheide ja nichts. Ist eure Wahl. Alles klar. Alles zum Ablegen. Ja, alles klar zum Ablegen. Wir laufen los. War noch ein Scherz. Wir segeln natürlich. Ihr wollt den Schatz? Den könnt ihr haben! Also, hätte der Piratenkönig jetzt hier niemals gesagt, aber jemand anderes hat's gesagt. Ich weiß es nicht. Logbuch, O Herz, Tag, Stern, Monat. Unser Abenteuer geht zu Ende. Wir hatten gute Winde. Am Horizont erscheint schon der Hafen von Rollingen. Den Schatz haben wir nicht bekommen. Aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich denke, ich habe etwas Wertvolleres erhalten als einen Schatz. Wir laufen ein. Zeit. Was? Wir laufen ein. Zeit, das Logbuch abzuschließen. Also, wir laufen ein. Zeit, das Logbuch abzuschließen. So rum, okay. Ja, der Ruhm gebührt allen. Geschrieben von Corsario. Wem denn auch sonst? Dem guten alten Corsario. Oh, wir sind schon da. Heimat, endlich, Rollingen, wie habe ich mich nach dir gesehnt? Ich habe aber auch alles dafür getan, dass alle Mann unbeschadet heim konnten. Nun, ich denke, das wisst ihr auch. Corsario! Wir möchten uns von dir verabschieden! Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages wieder! Ganz sicherlich. Oh, die sind alle schon weg? Und so plötzlich. Nun, nur noch du bist da, Mario. Für dich geht das Abenteuer noch weiter. Ich find's lustig, wie der Piratenkönig einfach so ganz gechillt hier so steht. Als wäre nichts Besonderes. Du hast durchaus Zeug, den großen Corsario eines Tages zu überflügeln. Obwohl, ganz einfach ist das sicherlich nicht. Also gut, ich werde... Ach übrigens, Mario. Sag mir, wenn du mal wieder die Absicht hast, die alle Corsario zu besuchen, ne? Ich mach dir einen super Preis für die Überfahrt. Schon gut, wir brauchen dich nicht mehr. Ja, nun, da alle sich bereits verabschiedet haben, werde ich mich auch empfehlen. Wenn wir uns irgendwo treffen, sprich mich ruhig an. Also bis dann. Also dann, Mario, wir sollten uns auf den Weg zum Ionta machen. Wow, da hinten läuft er sogar noch, man sieht ihn noch. Cool. Ja, man ist das sonst immer gewöhnt und so, vor allem in älteren Spielen. Ich weiß, es ist ein Remake, aber trotzdem ist das so gewöhnt. Dass die NPCs wegrennen und dann sind die weg vom Bildschirm, man kann es nicht mehr sehen, also sind sie schon weg. So, aber hier hat man noch gesehen, wie er wirklich gerannt ist. Luigi! Stell dir vor, in Sängerstadt war auch ein Teil des Wunderkompasses zu finden, wow! Du musst wissen, da komme ich gerade her! Dieses Abenteuer war wirklich absolut unglaublich, Mario! Willst du was davon hören? Ja, aber mit dem richtigen Partner, damit wir nochmal sehen, wie die alle schlafen. Ich glaube, bei ihm haben wir es noch nicht gesehen. Also gut, Mario, hör gut zu, ja? Ja, Festival in Sängerstadt. Also, das ist eine lange Geschichte. Der Prank in Sängerstadt war wirklich unvorstellbar. So eine lebhafte Stadt und so voller glücklicher Menschen. Susella, eine Suseldusel, konnte uns bei unserer Suche helfen. Susella wollte als Schauspielerin Karriere machen. Hier suchte sie nach einem Ensemble, dem sie sich anschließen könnte. Aber wir konnten ihr da leider auch nicht helfen. Dafür erzählte uns Susella vom Bühnenfestival in Sängerstadt. Der erste Preis ist ein Teil des Wunderkompasses. Zumindest schien die Beschreibung der Trophäe zu passen.
Also blieb uns nichts anderes übrig. Wir probten und studierten ein Musical von den Wettbewerber ein. Der Titel? Das Rätsel des flammenden Wappens. So hieß unser Stück. Es war eine Katastrophe. Meine Rolle war Gras. Ich spielte ein Büschel Gras am Wegesrand. Ich musste auf der Bühne liegen und durfte nicht reden. Und das die ganze Zeit über. Alle anderen hatten Sprechrollen. Und ich? Ich hatte grüne Kleider. Das war alles. Ich meine, aber die Kleider waren hübsch. Aber zumindest war das Stück ein voller Erfolg. Also bekamen wir auch das nächste Teil des Wunderkompasses. Besonders freuen konnte ich mich aber nicht darüber. Ich beschloss, mein Abenteuer allein fortzusetzen. Aber dann warteten auf einmal diese Fans hinter der Bühne, dass man auch als Gras so beliebt sein kann. Das war schon ein gutes Gefühl. Und der Wunderkompass zeigte mir dann mein nächstes Ziel. Die Ruinen des Kometenpalastes im Sorgenwald. Mein Ziel stand also fest. Und ich hörte wieder die Stimme. Diese herrliche Stimme. Die Stimme meiner Prinzessin Eclair. Ah, ich war sprachlos. Wie Gras auf einer sanftigen Wiese. Ich werde die Prinzessin auf jeden Fall befreien. Und also ich kehrte zurück nach Rolingen. Und jetzt bin ich ja sicher, wie du siehst. Oh. Boah, Luigi, du hast so viel gemacht. Ich bin so stolz auf dich, mein Bruder. Big Bro. Little Bro. Und wer ist das? Das ist eine Freundin von Luigi. Eine Susi-Susi namens Susanna. Sie ist eine bekannte Theaterschauspielerin. Aber im Theater die Rolle von Gräsern spielen? Ich könnte das niemals. Ich wäre lieber eine schlafende Prinzessin. Dann warte ich auf den Prinzen. Und wenn der Prinz kommt, küsst er mich wach. Ist das nicht romantisch? Okay. Mein Name ist Susanna. Luigi ist wirklich ein talentierter Schauspieler. Sobald seine Mission beendet ist, werden wir wieder zusammen auf der Bühne stehen. Und sein nächstes Stück heißt Das Wunder des Roten Siegels. Luigi spielt natürlich auch das Gras wieder. Das war irgendwie klar. Und hey, schaut mal, mit unserer neuen Ability uns in ein Schiff zu verwandeln, können wir uns hier auch mal ein bisschen umschauen. Falls es hier zumindest irgendwas zum Umschauen gibt, aber doch, warte mal. Wir können hier nach links. Hinter die Kulissen. Wer wohnt denn hier? Könnt ihr ein bisschen baden? Könnt ihr schlafen? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Um was zu sammeln? Ist das einfach nur so ein lustiger Ort? Ist es hier für später? Ach, hier ist die Kiste! Mit einem KP-Segenorden! Marios Angriffskraft sinkt um 1, aber seine Angriffe regenerieren einen KP. Naja, geht so. Aber hey, wir haben mehr OP jetzt. Durch unser Level-Up bedeutet, ich könnte gucken. Ob ich vielleicht irgendwas reintue. Wir haben ja den Verteidiger-P-Orden. Haben wir zufällig den normalen Verteidiger-Orden? Ich weiß, ich frag das wahrscheinlich jetzt zum hundertsten Mal, aber nein, wir haben den wohl nicht. Ich kann nochmal OP sparen auf die hier, ne? Eventuell mache ich das. Aber singen wir doch erstmal weiter. Sorry, selbst ein Klempner muss sich manchmal irgendwie im frischen Wasser wieder säubern. Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Und wo ist eigentlich die Maus? Hier war doch mal eine grüne, fette Maus. Wo ist die hin? Habe ich die Chance verkackt, dass die jetzt einfach weg ist für immer? Oder wie ist das? Ha, die Musik. Mario, eine Mensch von Peach! Ja, schau mal rein. Mario, es gibt gute Neuigkeiten. In meinem Gefängnis gibt es einen seltsamen Computer, er heißt Tech. Mit seiner Hilfe konnte ich neue Details über die Gangster herausfinden. Tech analysiert gerade die Daten. Wenn seine Analyse abgeschlossen ist, wissen wir sicher mehr. Wenn es soweit ist, melde ich mich wieder bei dir. Peach. Die Prinzessin ist sehr fleißig. Wir sollten uns auch anstrengen. Ja, nicht nur sie. Wir sind alle fleißig. Luigi, wir, Peach. Okay, Tauswurf ist es jetzt vielleicht nicht, aber... Oh! Noch mehr Mail. Rat, Ausgabe 4. Rolingen heute. Der als Blumengumba bekannte Paargumba 40 wurde heute im Park von Rolingen dabei entdeckt, wie er Blumen aus den Beeten pflückte und aß. Seine Antwort auf die strenge Verwarnung. Verzeih, ich liebe Blumen. Und auf einmal waren sie in meinem Mund. Okay. Nach Bekanntwerden des unglücklichen Vorfalls zeigten Bürger von Rolingen Mitgefühl mit dem reuigen Blumenfresser. Okay.
Shopping-Detektiv! Heute stellt sich vor, der Laden von Düsseldorf. Der Laden wird von einem jungen Ehepaar betrieben und der Inhaber scheint zu fürchten, dass Kunden seine attraktiven Frauen nachstellen. Meine Frau bleibt bei mir! So lautete sein Kommentar auf unsere Fragen. Nun, die Liebe dieses Paars wird sicher niemand anzweifeln wollen. Ein Service des Düstershops für Ratleser. Doppelte Rabattpunkte für Einkäufe in den nächsten 15 Minuten. Oh, ich hasse das. Rezepte-Ecke. Ab heute neue Rezepte für anspruchsvolle Hobbyköche. Der Fitsalat wird aus Kuperblatt und Wurzel gemacht. Gründlich waschen, kleinschneiden, fertig. Reicht an BP, frisch und knackig. Ideal für alle, die leckeres Grünzeug zu schätzen wissen. Zum Schluss, freue dich auf die nächste Ausgabe von Rat. Wir sind noch lange nicht fertig. Genauso wie wir noch lange nicht mit dem Spiel fertig sind. Die Arena-Warte von Totskov. Hallo Mario, ich bin Totskov, der kleine Bruder von Totskova und der erste Champion der Arena von Falkenheim. Erinnerst du dich? Danke für deine Hilfe. Ich weiß immer noch nicht, was genau passiert ist, aber ohne dich wären Schwesterchen und ich garantiert nicht so glimpflich davongekommen. Vielleicht hast du es schon gehört, aber ich trainiere derzeit eisenhart für mein großes Comeback in der Arena. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Dark Toads da wieder in den Ring steigt. Damit du hautnah dabei sein kannst, hat Schwesterchen für uns beide, also den alten und den neuen Champion, extra einen Freundschaftskampf angeleiert. Wenn du ebenso heiß darauf bist wie ich, erwarte ich dich in der Arena. Bin nicht sicher, ob du mich schon mal kämpfen sahst, aber ich bin in noch besserer Form als je zuvor. Worauf warten wir, Mama Luigi, ab in die Arena? Dark Toads, aber wir können gegen ihn kämpfen? Okay. Soll ich jetzt schon gegen ihn kämpfen oder sollen wir uns erstmal... Na gut, wir haben schon alle Partner. Uns fehlen nur noch zwei Sternjuwelen. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit im Spiel, merke ich gerade. Ha. Ich werde mir überlegen. Hey, willkommen, ich habe wieder neue Ware. Kampfrausch. Nee, danke, Mann. Okay, dann halt nicht. Nee, du musst was Besseres mehr abliefern können. Bei Toads und Koopas gibt es jetzt Super Luigi. Ist sofort ein Bestseller geworden. Okay. Sudelecke. Manchmal ist es durchaus von Vorteil, nichts zu verstehen. Oh, wäre ich doch nur ein Schwein geblieben. Warum ist das denn gleich geblieben, jetzt der Text? Ich dachte, die hätten hier einen neuen Text. Also bei euch gibt es doppelte Punkte, habe ich gehört. Stimmt das? Kannst du mir das beschädigen? Naja, ich kann es mal abchecken. Wir haben 14 Punkte. Sagen wir mal, ich kaufe jetzt hier Super Luigi Brand 1. Band 1. Jetzt erhältlich. Kaufen wir das mal. Scheinen unsere Punkte jetzt um mehr? Nee. Okay, keine. Ach so, wir sind jetzt wahrscheinlich nur fürs Düsseldorf, oder? Lame. Damit ist das jetzt ein Item? Oder was ist das? Wichtiges Item. Oh, wir können es lesen. Hier passiert nichts, wenn ich irgendwo drauf drücke. Aber wenn ich hier drauf drücke, können wir es lesen. Wie cool. Hast dich schon mal gefragt, ob alles, was du tust, sinnlos ist? Führten deine Taten bisher zu keinem Ergebnis? In diesem Buch rettet ein junger Mann eine Prinzessin. Erinnere dich daran, wenn du den Mut verlierst. Okay, Luigi. Super Luigi, Band 1, das Abenteuer beginnt. Eines Tages erreichte Luigi einen Brief, als er einen friedlichen Tag verbringen wollte. Luigi, hilf uns! Unsere Prinzessin ist von einem Monster entführt worden! Dem Goomba-König! Nur du kannst sie retten! Der Hilferuf kam aus dem Biscuit-Königreich, vom Minister selbst, Toadsworth, so hieß er, und da hatte von Luigi gehört. Luigi legte sein Buch zur Seite, dann machte er sich sofort an die Reisevorbereitungen. Sein Bruder war gerade auf Reisen, also hinterließ Luigi eine Nachricht, weil Mario, so hieß der Bruder, sich sonst sicher Sorgen gemacht hätte. Eierbomben machst du aus Bubu-Eiern und Feuerblumen, so schrieb Luigi. Dann verließ er das Haus. Eierbomben, Bubu-Eier und Feuerblumen. Hm, okay. Als Luigi im Biskekönigreich ankam, herrschte tiefe Trauer über das Verschwinden der süßen Prinzessin Eclair. Dann traf Luigi den Minister selbst und er gab ihm das erste von 7 Teilen des Wunderkompasses. Yippie! Der Wunderkompass ist einer der Schätze unseres Landes. Finde alle 7 Teile und sie führen dich zur Prinzessin. Fortsetzung folgt. Wow! Alle Geschichten, die er uns erzählt hat. Das macht er eigentlich eine Buchserie draus, obwohl er noch nicht mal fertig ist mit dem Abenteuer. Wow! Luigi! Ich bin fasziniert, ich bin stolz auf dich. Das ist mein Bro! Oh, der gute alte Luigi. Ach ja. Oh, übrigens. Wir können unsere Insignien abgeben und uns stärker machen. Ja, ich muss hier stehen. Ich vergesse jedes Mal, dass ich hier neben ihm stehen muss und nicht an ihm dran. Wen bauen wir zuerst? Wir können beide machen, von daher Bartomp! So, es gibt natürlich die Animation. Haben wir schon oft genug gesehen, glaube ich. Auf Fuß! Yeah! Und natürlich noch Nagarina! Aber schau mal, jetzt haben wir noch so viele Insignien, also wir haben uns doch
Da waren noch 3 Stück. Vielleicht kriegen wir jetzt die Fähigkeit, nochmal aufzusteigen, oder kommt es erst viel später? Warum stimmt der nicht? Keine Verbindung. Nee, es gibt nicht. Wozu haben wir die denn? Echt seltsam, wenn er mich fragt. Hier ist was. Wie, hier ist was? Du meinst hier? Ja, wirklich hier. Oh, das war zu voll. Okay. Crazy. Jetzt, ich finde das so krass, dass wir so viele Begleiter hintereinander bekommen. Ich glaube, wir haben alle. Also, ich könnte mir vielleicht noch einen vorstellen, dann hätten wir 8 so wie in den ersten Paper Mario, aber ansonsten könnte ich mir nichts mehr vorstellen. Ich weiß nicht, das wären aber auch schon so viele. 7 Sternjuwelen, 7 Partner. Macht da eigentlich auch schon Sinn, oder? Na gut, gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück zum Ionentor. Und schauen erstmal weiter. Wie es überhaupt weitergeht. Ah, oh, und ganz wichtig, oh, das habe ich ganz ver... Gestern, was zur Hölle? Wir sind hier stärkere Gegner. Huh? Okay, das bedeutet, wir sind jetzt weit im Spiel, wenn jetzt hier schon stärkere Gegner sind. Okay, wir haben es auch beim Bowser vorhin gesehen. Er hat jetzt eine Truppe gerufen. Weil Christillus ihn sauer gemacht hat. Ja, wir müssen das auslöffeln. Toll. Aber ja, nicht vergessen, wir haben noch vermutlich so 2, 3 neue Missionen auf dem Auftragsboard, die wir uns auch noch anschauen wollen. Okay. Das sieht schon cool aus mit den Partnern, oder? So, Freunde! 5 von 7 Sternjuwelen! 2 gibt es noch. Und wie wir schon gehört haben, eine ist irgendwo versteckt. Und der andere ist angeblich bei Crucius? Habe ich das richtig verstanden? Dun dun. Schon bald können wir das Tor öffnen. Doch, lass uns erstmal rausfinden, wo wir das 6. finden. Wo ist es? Unten rechts? Ja, weil ich dachte mir schon, oben links ist wahrscheinlich Secret zu Crucillus oder so. Ja, Crucillus, was auch immer. Hm? Wir kommen zu einer, was ist das, eine Wüste? Mit einem Brunnen? Mit einem weißen Haus? Okay, interessant. Gehen wir zurück zu Professor Gumpert. Oh yeah. Oh yeah, das sollten wir tun. Berichterstattung und so. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternjuwel ist in Bad Glimmerich. Mit dem Glimmerleiner, oder was? Bad Glimmerich? Da wohnen dann nur die Reichen und Schönen, oder? Nochmal Information, werden im Glimmertempel in Bad Glimmerich Sterne verehrt. Das nächste Sternjuwel muss sich also dort befinden. Da bin ich ganz sicher. Ziemlich sicher. Ein bisschen sicher. Warte, du meinst mir einem Ort, wo die sowieso Sterne über alles lieben? Da haben wir noch nicht nachgeschaut? Sind wir wie dumm? Aber immerhin gibt es dort weder gefährliche Monster noch dunkle Verliese. Nur eine Touristenattraktion. Nach Bad Glimmerich also. Da fährt doch der... Genau, der berühmte Glimmerleiner fährt dorthin. Zu diesem Sternjuwel habt ihr also eine sehr bequeme Reise für euch. Es mag jedoch sein, dass es etwas Mühe kostet, das Juwel tatsächlich zu bekommen. Aber wer nicht zur High Society gehört, kann sich doch gar keine Fahrkarte leisten. Vielleicht müsst ihr wieder El Pamon bitten, euch zu bereichen. El Pamon, der Mario-Boss? Der kann uns bestimmt eine Fahrkarte besorgen. Gehen wir, Mario. Boah, dass Nagarinisch ankommt mit, hey, wir klauen sie so einfach. Bin impressed, dass sie es nicht erwähnt hat. Also, ihr habt verstanden. Bis der Dämon wieder aufersteht, haben wir wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche noch einige Informationen. Euch also viel Glück. Danke, Bro. Wir werden unser Bestes geben. Aber ich will auf jeden Fall noch... Warum steht da vor der Tür und warum haben wir eine Mail bekommen von einem Buhu? Mail, Punkt, Punkt, Punkt. Hallo? Mario? Ob diese Mail wo ankommt? Diese blöde Technik aber auch. Ja, okay, er ist halt ein Geist. Er ist wahrscheinlich sehr alt. War nett, dass du uns in der Spukabteil so geholfen hast. Deshalb verrate ich dir ein Geheimnis. In der Abteil gibt es noch viel mehr Schätze. Oder hast du die schon alle gefunden? Warum sage ich dir das überhaupt? Schade um die schöne Information. Ach gut, der nächste Abenteuer kommt schon früh genug.
Ein Spukabteil, Buhu. Oh, also entschuldigt sich wahrscheinlich, dass er uns schikaniert hat. Danke, Mann. In der Abtei gibt es noch viel mehr Schätze? Oder hast du die schon alle gefunden? Was soll das heißen? Sollen wir da nochmal zurückgehen? Das ist mir zu wenig Info. Ich glaube, da würde ich noch nicht zurückgehen wollen. Aber hey. Oh, gut, dass ich dich treffe. Bei der Befragung der Sterne erfuhr ich eine Offenbarung, die dich betrifft. Sie besagt, dort, wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum mit der leeren schwarzen Truhe, jenseits der Stachelfallen, ist etwas, das den bärtigen Kameraden hilfreich sein kann. Der Sinn dieser Offenbarung ist mir unklar. Aber mit Sicherheit ist sie für euch von großer Bedeutung. Kommt zurück zu mir, wenn ihr den Sinn verstanden habt. Was? Kannst du es nochmal wiederholen? Ich hab's nicht gecheckt. Okay. Dort, wo ein großer Drache war, also beim Schloss vom ersten Kapitel wahrscheinlich, neben dem Raum mit der leeren schwarzen Truhe, das heißt, da wo die Gitter überall sind, weil wir haben ja dort die Ability bekommen, dass wir uns dünn machen können. Jenseits der Stachelfallen. Okay. In dem Raum, wo vielleicht oben die Stachelfallen waren, ist etwas, das den bärtigen Kameraden hilfreich sein kann. Okay, da sollten wir auf jeden Fall abchecken. Also die E-Mail, ich finde, die haben so ein bisschen nichts sagt. So, hast du schon alles gefunden? Oder vielleicht hast du schon alles gefunden? So, Hülmist. Aber das war schon ein eindeutiger Tipp. Das checken wir auf jeden Fall ab nächste Folge. Aber ich will jetzt noch wissen, haben wir noch Aufträge? Und wenn ja, wie viele? Zwei schon wieder. Suche Freundin von Gumberto. Ich lebe allein auf der Isla Corsaria und es fehlt mir an nichts außer... Naja, ich hätte gerne eine Freundin. Komm in die Höhle, dann erkläre ich dir die Details. Tief in ihrem Inneren bin ich zu jeder Zeit zu finden. Also müssen wir einfach die Abkürzung durchgehen, oder? Da, wo wir rauskamen. Und hier Diana, sag ihm doch. Ich möchte, dass du an meiner Stelle jemanden triffst. Die Details erkläre ich dir, wenn du zu mir nach Düsseldorf kommst. Machen wir das zuerst. Diana im Düsseldorf. Dann gehe ich da mal hin. Bin gespannt, was sie will. Ah ja, das dachte ich mir schon. Eine neue Röhre, die uns direkt zu Isla Corsaria führt. Heißt, wir müssen gar nicht mit dem Schiff fahren, was ein bisschen traurig ist, weil der Piratenkönig wollte damit extra reisen, aber egal, was soll's. Okay, hier sind wir dann wahrscheinlich direkt im Düsseldorf, oder? Aha. Okay, wer von euch ist Diana? Woran erkenne ich dich? Ich rede mal von mir mit allen. Hey, heute bekommst du doppelt so viele Rabattpunkte für jedes Item. Das sollten wir, glaube ich, mal ausnutzen, oder? Wenn wir gerade sowieso mal hier sind. Also Gegner, wenn es funktioniert. Zeitweise allein Gegner direkt angreifen, auch den halben Schaden. Hm? Okay. Wie? Mip. Was denn? Ganz in der Nähe ist was. Wo redest du? Ja, hier ist halt ein Laden. Die sind überall, Schätze. Mädel. Aber ich finde das gut, dass sie automatisch riecht, wenn sie ganz in der Nähe ist. Ja, kaufen wir uns einen Superpilz. 15 Münzen, aber schon echt viel. Ja, komm. Kaufen wir uns 3 Stück. Dann haben wir zumindest die Punkte ein bisschen ausgenutzt. Du hast eine Menge Rabattpunkte. Dann bekommst du einen Eishauch. Schneesturm und Frost auf alle Gegner. Nett. Über 20 Punkte schon. So, ich weiß es nicht, wer es ist. Deshalb muss ich mal wieder schauen. Ach, sie ist es bestimmt, oder? Ja. Ich habe jeden einzelnen von diesen weiblichen Charakter angesprochen, sie war der Letzte. Oh, ich bin so froh, dass du meinen Auftrag erfüllen willst, Mario. Aber ich möchte nicht vor den Kindern reden. Kommst du mit nach draußen? Oh. Kein Problem. Was gibt's denn? Ich möchte, dass du jemanden triffst. Sein Name ist Bien. Ich habe ihn einmal sehr geliebt. Früher, wir beide wollten Operettensänger werden. Wir träumten den gleichen Traum und die Liebe traf uns wie ein Blitzschlag. Wir leben in einem winzigen Zimmer zusammen, arm aber glücklich. Aber als ich der Star vom Toadway wurde, ist er einfach verschwunden. Ich erhielt diesen Brief. In deiner schillernden Zukunft ist kein Platz mehr für mich. Danke für alles, Bien. Oh, Bien, warum nur? Es hat mich niemals interessiert, ein Star zu sein. Oh, Bien, ich wollte doch nur mit dir zusammen sein. Ich habe die Bühne aufgegeben und einfach alles vergessen. Und jetzt habe ich 3 Kinder.
den Traum mit Tod zu werden, beenden alles. Ganz bescheiden habe ich hier in Düsseldorf geheiratet und bin sehr glücklich, solch aufgeweckte Kinder zu haben. Ich habe nie mehr über damals nachgedacht, bis ich dieses Gerücht hörte. Bienen soll angeblich in Rodinger den Laden aufgemacht haben. Bitte geh zu ihm und sag ihm, dass Diane die Herzensdame nichts vergessen hat. Oh, Diane, die Herzensdame war mein Künstlername. Geh bitte zu Bienen und finde heraus, wie er nach all den Jahren zu mir steht. Soweit mein Auftrag. Okay. Ich werde ihr in der nächsten Folge helfen. Und generell werde ich in der nächsten Folge mehr herausfinden. Ist hier irgendwas drin oder warum? Ich glaube, hier die ganze Zeit. Ernsthaft? Der offene Schatz? Meinst du den hier?